In Prien am Chiemsee befindet sich der zentrale Hafen der Chiemsee-Schifffahrt. Um vom Bahnhof zu den Schiffen zu gelangen, benutzt man die 1887 erbaute und bis heute mit Dampf betriebene Chiemseebahn. Lokomotive und Waggons stammen alle noch aus dem Jahr 1887. Der Chiemsee, auch Bayerisches Meer genannt, ist flächenmäßig der größte See in Bayern und der drittgrößte See in Deutschland. Größeres Wasservolumen hat allerdings der Starnberger See, weil dieser wesentlich tiefer ist. Drei Inseln gibt es auf dem Chiemsee. Die Herreninsel, ehemals Standort eines Augustiner Chorherrenstiftes. Die Fraueninsel, bis heute gibt es dort die Benediktinerinnenabtei Frauenwörth. Und die unbewohnte Krautinsel. Die Herreninsel war bis 1803 im Besitz des Klosters. Nach der Säkularisation wechselte sie mehrfach den Besitzer. 1873 kaufte König Ludwig II. Die Insel für 350.000 Gulden von einem Konsortium württembergischer Holzspekulanten, worauf er hier sein Schloss Herrenchiemsee erbaute. Dadurch unterblieb auch die geplante Abholzung der Insel. Das neue Schloss Herrenchiemsee wurde ab 1878 unter dem Märchenkönig Ludwig II. Nach dem Vorbild des Schlosses von Versailles bei Paris erbaut. Schloss Herrenchiemsee war das letzte große Bauprojekt Ludwigs II. Er bewohnte es nur wenige Tage. Die Arbeiten endeten mit dem Tod des Königs 1886. Das Gebäude blieb in weiten Teilen unvollendet. Ludwig II. Wollte Schloss Herrenchiemsee, wie auch alle anderen seine Bauten, nie für die Öffentlichkeit zugänglich machen und wünschte, dass die Schlösser nach seinem Tod zerstört und abgerissen werden sollten. Die Nachlassverwaltung ignorierte jedoch das Testament des Königs und öffnete die Bauten schon wenige Wochen nach seinem Tod im August 1886 zur Besichtigung.